Sage ja und ich garantiere dir, du wirst viel Spaß haben. Möchtest du gerne in Deutschland studieren? Nun, ich möchte dir ein paar Tipps geben. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und dies sind meine Tipps über ein Studium im Ausland. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Schnelltipp. Entspanne dich, wenn du dieses Video schaust. Ja? Mache dir nicht so viel Druck. Entspanne dich immer, wenn du Deutsch lernst. Denn nur so wirst du erfolgreich Deutsch lernen können. Und so macht es auch viel mehr Spaß. Viele von euch haben mir gesagt, dass ihr gerne in Deutschland studieren würdet. Ich habe selber zweimal im Ausland studiert und es war jedes Mal eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und deshalb möchte ich euch mitteilen, was ich gelernt habe. Ja, ich möchte dir sagen, wie du das meiste aus deinem Auslandsstudium herausholst. Also der erste Tipp, den ich für dich habe, ist, kümmere dich rechtzeitig darum. Ja, es braucht viel Planung und viel Organisation, so ein Auslandsstudium zu machen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du so früh wie möglich anfängst, es zu planen. Ja? Kümmere dich am besten jetzt. Ja? Wenn du in Deutschland studieren möchtest, dann habe ich für dich eine Seite vorbereitet. Hier ist ein Link. Dort findest du ein paar Informationen, ein paar Tipps und ganz viele Links, sodass du erfolgreich dein Auslandsstudium planen kannst. Mein zweiter Tipp für dich ist, lass dich voll und ganz auf die Erfahrung ein. Ja? Versuche so viel wie möglich mitzunehmen. Ja, sage so oft ja wie möglich. Ja, nutze all die Angebote, die es gibt. Ja, als ich in den USA war, da habe ich so gut wie alles mitgemacht. Ja, alle möglichen Veranstaltungen und Aktivitäten habe ich genutzt. Und auch immer, wenn mein Gastbruder etwas unternommen hat, dann bin ich mitgegangen und habe diese Erfahrung auch erlebt. Ich denke, es ist wichtig, dass man seinen Auslandsaufenthalt so gestaltet, dass man am Ende nichts bereut. Ja, das ist das A und O. Lebe so, dass du nichts bereust. Denn gerade im Ausland weißt du, dass du nur eine begrenzte Zeit hast. Ja? Du weißt, du bist nur ein halbes Jahr da oder ein ganzes Jahr. Und deshalb hast du auch einen großen Anreiz, so viel wie möglich zu nutzen. Und ich sage dir, nutze alles, was du kannst. Mach so viele Dinge wie möglich mit. Ja? Sage ja. Und ich garantiere dir, du wirst viel Spaß haben. Es gab nur eine einzige Situation in meinem USA-Aufenthalt, wo ich Nein gesagt habe und ich bereue es bis heute. Mein Gastbruder ist auf ein Konzert gegangen und ich habe abgelehnt, weil ich mir gesagt habe, wenn ich auf das Konzert mitgehe, dann kann ich nur 3 oder 4 Stunden schlafen. Und der Schlaf, den hätte ich gar nicht so dringend gebraucht, obwohl ich eigentlich ganz wenig geschlafen habe in den USA, weil ich so viele Dinge mitgemacht habe.
Aber ich erinnere mich bis heute, dass ich nicht auf dem Konzert war. Also, lerne aus meinem Fehler und sage immer ja. Eine weitere Sache, die ganz wichtig ist und das war richtig toll für mich, probiere dich selbst aus. Ja? Wenn du im Ausland bist, dann kennt dich niemand. Ja? Du begegnest ganz neuen Menschen und niemand weiß, was du für eine Persönlichkeit hast. Niemand kennt dich. Das heißt für dich, dass du neue Seiten deiner Persönlichkeit ausprobieren kannst. Ja? Bei mir war das so, dass ich viel extrovertierter wurde, als ich nach Amerika gegangen bin. Meine Freunde in Deutschland kannten mich als einen sehr introvertierten Menschen. Aber da niemand mich in den USA kannte, konnte ich einfach meine extrovertierte Seite ausprobieren. Deshalb ist mein Tipp, wenn du im Ausland bist, dann probier dich neu aus. Entdecke neue Seiten an dir selbst. Und das ist auch etwas, woran du total wachsen wirst. Ich bin total gewachsen, als ich in den USA war und als ich in Wien war. Und ich kam zurück als neuer Mensch. Ich habe mich sehr verändert. Zum Besseren, hoffe ich. Ja. Aber du wirst eine enorme Entwicklung durchmachen durch deinen Auslandsaufenthalt. Das ist auch ein Grund, warum ich das so vielen Menschen wie möglich ans Herz legen möchte. Ich denke, es ist sehr, sehr toll, einen Auslandsaufenthalt zu machen. Meiner Meinung nach ist es auch sehr wichtig, sich auf die Kultur einzulassen. Ja? Mache einfach die Einheimischen nach. Ja? Mach das, was sie machen. Versuche, die Einheimischen zu verstehen. Ja? Gehe auf die Einheimischen hinzu. Ja? Du hast deine Kultur. Du hast deine eigene Kultur, aber versuch ein bisschen deine eigene Kultur und so wie du aufgewachsen bist, in den Hintergrund zu rücken und zumindest während der Zeit, wo du dich im Ausland befindest, versuch zumindest während dieser Zeit, dich mehr an die Kultur anzupassen. Ja? Wenn du zurück in dein Heimatland gehst, dann kannst du gerne wieder deine eigene Kultur mehr leben, aber versuch, während du im Ausland bist, möglichst die andere Kultur zu leben. Ja? Versuche dich auf die fremde Kultur einzulassen. Ja? Versuche die Einheimischen zu verstehen, versuche sie nachzuahmen, versuche die Mentalität zu erforschen. Als ich in den USA war, da habe ich versucht, mich total auf das Erlebnis einzustellen. Ich habe total versucht, so zu leben wie die Amerikaner. Und ich bin vielleicht auch ein bisschen amerikanischer geworden durch dieses Erlebnis. Ich meine, ich war auf einer Highschool und alles, was dazugehörte, und es war sehr interessant. Ja? Ich habe sehr viel über die amerikanische Kultur gelernt und dadurch habe ich auch sehr viel über meine eigene Kultur gelernt. Das ist auch etwas, was ich dir gerne mitgeben möchte. Ja? Das ist auch etwas, was ich dir anraten möchte. Ja? Das ist etwas, was ich dir auch mitteilen möchte. Ich denke, du wirst sehr viel über die ausländische Kultur lernen, wenn du dich auf die Erfahrung voll und ganz einlässt. Und dadurch wirst du auch ganz viel über deine eigene Kultur lernen. Denn erst durch diesen Kontrast der beiden Kulturen merkst du erst,
wie deine eigene Kultur sich von anderen Kulturen unterscheidet. Und ich garantiere dir, du wirst auch viele Kulturschocks erleben. Ja, du wirst nach Deutschland gehen oder nach Österreich oder in die Schweiz und du wirst ganz viele Erfahrungen machen, die dich schockieren. Ja, du wirst Dinge sehen und erleben, die so in deinem Heimatland niemals passieren würden. Und so lernst du ganz viel über deine eigene Kultur und über dich selbst. Wenn du diese Dinge beachtest, wenn du dich vollkommen auf das Erlebnis einlässt, dann garantiere ich dir fast, wirst du ein ganz tolles Erlebnis haben. Für mich waren die Auslandsaufenthalte die schönsten Erlebnisse, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ja, gerade der einjährige Aufenthalt in Amerika war einer der schönsten Jahre in meinem Leben. Ja, es war eines der schönsten Erlebnisse, die ich jemals gemacht habe. Ich habe so viel gelernt. Ich bin so viel gewachsen. Ich habe so viel Selbstbewusstsein gewonnen. Ja, ich habe mich sehr viel ausprobiert. Du kannst auch so ein Erlebnis haben. Ja? Du kannst ein Auslandsstudium machen und du kannst ganz viel lernen, du kannst ganz viel wachsen. Es ist alles im Bereich des Möglichen und es liegt an dir, ob du dir die Mühe machen willst, dies alles zu planen und dich darum zu kümmern oder ob du es nicht machen möchtest und dann es vielleicht irgendwann bereust. Das ist meine Meinung. Ich hoffe, du fandest dieses Video inspirierend. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn du dich dazu entscheidest, einen Auslandsaufenthalt zu machen, dann wünsche ich dir viel Erfolg, viel Glück und viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer bis morgen. Tschüss. Eine kleine Bitte zum Schluss. Kennst du jemanden, der auch Deutsch lernt? Kennst du jemanden, der eventuell daran interessiert wäre, auch Deutsch zu lernen? Wenn du meine Videos magst, dann fände ich das echt super, wenn du diese Videos mit deinen Freunden teilst. Ja, es würde mir echt sehr viel bedeuten, wenn du einfach dieses Video oder ein anderes Video, was du magst, deinen Freunden schickst, die eventuell auch Deutsch lernen und daran interessiert sind, Deutsch zu lernen. Das wäre total super. Vielen Dank im Voraus und wir beide sehen uns morgen. Tschüss.